Yo, ein Cosmo Girls. Ja, wir nehmen auf. Ja, moin Leute. Moin. Oder in unserem Fall besser, guten Abend. Die Zeit vergeht wie im Fluch, es ist wieder Donnerstag. Genau, und es gibt wieder was von Golden Pipe, und zwar den Grape Mint. Genau, und wir haben endlich den Autofokus ausgestellt. Bis gleich. Wir sind wieder zurück und haben das Ganze angeraucht. Wie schon eben erwähnt, geht es heute um den Golden Pipe Grape Mint. Warum denn jetzt, Mann? Wer ist das? Danke, euch auch, ciao. Das war richtig geil. Ja, Oma. So, Oma hat mich mal eben zum Essen eingeladen, das finde ich schon mal gut. Und da sind wir auch schon wieder. Wir haben das Ganze jetzt mal angeraucht. Wie vorhin schon erwähnt, geht es um Grape Mint von Golden Pipe, einem neuen Hersteller. Wir haben jetzt schon gesehen, bei Facebook sind jetzt schon ein, zwei Fotos aufgetaucht, dass der ein oder andere den Tabak jetzt schon erhalten hat. Mhm. Das Release ist im vollen Gange. Mhm. Den Kopfbau und den Schnitt vom Tabak findet ihr da unten. Mhm. Da müsst ihr euch Mike nicht mehr antun. Kommen wir mal gleich zu dem Geruch. Also geruchlich, ja, es kommt volle Pulle Grape Mint raus. Die Minze ist jetzt im Geruch nicht zu aufdringlich, also es brennt jetzt nicht im Auge. Ja. Und vor allem diesmal sieht man auf dem Bildchen auch, was drin ist. Yay. Besser als letztes Mal. Ja, also es ist, riecht echt angenehm, also riecht sehr lecker. Gibt's nichts zu meckern, zumindest vom Geruch her nicht. Genau. Der Schnitt ist jetzt bei diesem Shot auch wieder ein bisschen feiner gewesen als der andere. Ja, ein paar Äste sind drin, aber das ist ja nicht so tragisch. Genau, wir werden euch jetzt bald nochmal das mit dem Anfeuchten vorstellen. Das war ja Tabak zum selber Anfeuchten. Dann haben wir 300 Gramm und dann können wir mal besser gucken, wie der Schnitt da ist, wie das mit dem Anfeuchten ist, ob die 2 Stunden Einziehzeit vom Hersteller, die angegeben wurden, ob das wirklich reicht. Da werden wir natürlich die 2 Stunden mal austesten. Also genau. Nicht länger einziehen lassen. Für die, die es interessiert, rauchen tun wir das Ganze heute wieder in der Kaya PNX 590 mit der Saphir Power Bowl RT und dem Carlot Lotus und 2 Aluhan Platinkohlen. Kommen wir mal gleich zum Geschmack. Also mir gefällt das Ganze geschmacklich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich hatte vor kurzem noch eine Dose ausländischen Alfacher Grape Mint. Also ich möchte, weiß Gott, nicht diesen Tabak mit Alfacher vergleichen, aber mir schmeckt der genauso gut. Wir hatten jetzt auch, was Traube angeht, von Freestyle den Funk You. Mir persönlich war da die Intensität der Traube einfach zu hoch, also ich wurde regelrecht von der Traube erschlagen. Hier ist die Traube recht angenehm. Und was mir hieran besser gefällt als bei dem ausländischen Alfacher, ist die Minze. Die Minze kam bei dem Alfacher, fand ich, ziemlich krass im Geschmack durch. Und hier ist es eher, dass die Minze so leicht von hinten kommt, einfach mit so einer schönen Kühle im Mund, so eine frische Note. Also ihr habt ein sehr gutes Verhältnis zwischen der Traube und der Minze. Also nichts ist irgendwie da zu überlastig. Also es ist echt gut abgestimmt, ja, muss ich sagen. Definitiv. Das Einzige, was ich jetzt habe bei mir, wenn ich auspuste, ich habe so einen komischen Nachgeschmack im Mund, der da irgendwie nicht reingeht, oder der passt nicht zu der Sorte. Ich habe jetzt keinen Plan, ob es noch irgendwie Reste von irgendeinem anderen Kopf sind, den wir vorher geraucht haben oder so, dass wir nicht richtig sauber gemacht haben. Ich habe da einen ganz krummen, ist jetzt nicht irgendwie aufdringlich, aber ist ein etwas anderer Geschmack und Nachgeschmack drin, als da jetzt irgendwie reingehört, meiner Meinung nach. Ja, die Rauchentwicklung ist auch wie bei den anderen Shots wieder echt gut. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Hitzeverträglichkeit ist auch ziemlich gut, muss ich sagen. Und wir haben jetzt hier mal ein Zettelchen, wo drauf steht, welche Sorten es alle geben wird.
Die ersten 20 Sorten, später kommen nochmal welche. Das sind zum einen Blue Dream, Blue Grape, Blue Guave, Blue Melon, Chutney Punch, Cool BB, Copacabana, Golden Dream, Grape Mint, Green Dream, Ice Guave, Ice Melon, Lime Coconut, Lime Mint, Mint, Orange Cream, Orange Mint, Orient Dream, Two Apple Sweetie und Watermelon Mint. Ja, bei einigen Namen, da darf man wieder raten, was drin ist, aber ein paar sind da wenigstens bei, wo man schon weiß, was drin ist. Aber das hast du schön vorgelesen. Gut, ne? Der Tabak, wie schon gesagt, ist zum Selbstanfeuchten. Für 300 Gramm Tabak zahlt ihr ungefähr 16 Euro, oder was heißt ungefähr, eigentlich genau 16 Euro. Genau 16 Euro, Toppreis. Ja, das gibt's auch in, was haben wir jetzt gesagt, in Kilo. Oder 500 Gramm? Ich meine 500, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Kilo-Packung, sorry. Da weiß ich den Preis jetzt gerade nicht. Aber kann es ja jeder hochrechnen. 16 Euro, 300 Gramm. Ich denke, rechnen könnt ihr alle. Das war's an dieser Stelle von uns. Im nächsten Video stellen wir euch wahrscheinlich eine der neuen Sorten Start Now vor. Weil ein bisschen Abwechslung reinbringen. Genau. Bis dann, weiterhin guten Rauch und fein abonnieren. Ciao.